bin ich sehr oft gegen die Deutschen geflogen. Und Sie haben. Das war damals nicht einfach. Nein. Verstehen Sie, wenn die Deutschen Antwerpen genommen hätten, da wäre viel verloren gegangen. Das ist so. Und Sie haben das Spitfire geflogen? Jawohl. Wenn Sie da hineingehen, gehen Sie mal hinein. Ja. Stehen Sie auf. Ja. Warte. Gehen Sie mal ins Zimmer nebenan. Ja. Da sehen Sie eine kleine Spitfire. Oh ja. Hier. Okay, ich gehe mal schnell gucken. Genf können probieren, die kann man die Spit nicht heran. Sie haben den Messerschmitt geflogen, ja? Nein, ich habe sie einmal probieren dürfen. Ja. Aber die da war 20 Mal besser. Die hatte Rolls-Royce-Motoren. Merlin. Oh, yes. Eine ganz gute Maschine. Und wie viele Flugzeuge haben Sie abgeschossen? Einen einzigen. Ein einziger, ja? Ja, eine U-88. Ja. Und wissen Sie warum? Wir haben keine zwei begegnet. Ja, da war die. Wir waren so übermächtig. Ja. Da war nichts zu holen. Das war so. Also, Sie waren erst in den letzten Kriegsjahren dabei, also? Ja, ich war in dem Weltkrieg. Ja. Im letzten Weltkrieg. Ja. Von 39 bis 45. Die ganze Zeit, ja? Die ganze Zeit. Aber zuerst war ich noch erst in der Ausbildung. Um in die Ausbildung zu kommen, musste man so eine Probezeit in England machen. Und dann wurde ich nach Kanada geschickt, nach dem Staat Alberta, um da ausgebildet zu werden. Und das wäre ein ganzes schönes Land, ja. Das Kanada. Ich habe sogar zwischen Halifax und Vancouver eine Frau kennengelernt im Zug. Ich habe mit der Liebe gemacht im Zug. Oh je. Somit kam es. Und da gingen wir den schönen Stanley Park in Kanada, in Vancouver, und da war die Sache vorüber. Man war ja jung. Ja. Stehen Sie? Ja, ja. Und wie ist das mit Weihnachten? Haben Sie Besuch gehabt oder waren Sie hier alleine? Wo? Jetzt mit Weihnachten und Neujahr? Da bin ich allein. Das stört mich gar nicht. Aber das ist ja traurig. Ja, warum? Hören Sie zu. Also der Churchill hat gesagt... Lieber allein als schlecht geparkt. Ja, ja, das stimmt. Ja. Aber wenn ich darüber nachdenke, ich habe es hier aufgeschrieben nochmal genau... Der Churchill hat gesagt, noch nie in der Geschichte des menschlichen Konfliktes haben so viele so viel an so wenige zu verdanken. Das ist wohl wahr. Und das sind das Sie. Das hat er gesagt. Ja. Zu dieser Bande gehörte ich auch. Ja, genau. Und Sie, jetzt, wissen 70 Sie, Jahre später, hocken Sie hier alleine mit Weihnachten und Silvester. Das spielt ja keine Rolle. Also niemand... Das ist mir wurscht. Ja. Ich habe jetzt noch zwei Kinder auf dieser Welt. Ja, ja. Bin geschieden. Ich war in Argentinien 12 Jahre. Noch nie in der Geschichte des menschlichen Konfliktes haben so viele so viel an so wenige zu verdanken, sagte dieser Politiker und Kriegstreiber Churchill. Und jetzt, 70 Jahre später, in 2013, verbringt der ehemalige RAF Spitfire, Kampfpilot des Zweiten Weltkrieges, Wing Commander, des 135. Wing, Raymond Gruber, all seine Weihnachten ganz alleine in seinem Appartement, wo er wegen seiner 91 Jahre niemals mehr rauskommt. Alleine und vergessen. Also zieht nicht in den Krieg in Afghanistan und Irak für diesen Politiker und finanzielle Elite, weil niemand wird dich dankbar sein. Du wirst bloß wie ein menschliches Wrack mit der Fernsehfernbedienung in der Hand enden. Alleine und vergessen.